BHIS, die Bad Homburger Infoshow. Wir zeigen Bad Homburg weltweit. Hallo und herzlich willkommen zur BHIS Bad Homburger Infoshow unter www.diebadhomburger.de. Heute die 16. Episode und die findet statt im Fichtenhof. Heute Reitsport in Bad Homburg mit der Fichtenhof-Challenge ganz hautnah und wir sind im Gespräch gewesen. Einmal mit Frau Jung und zum zweiten Mal mit Frau Busch. Deswegen jetzt viel Vergnügen und denken Sie daran, diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Fraport. Willkommen zu einer weiteren Episode der BHIS, der Bad Homburger Infoshow. Mein Name ist Raffi Schimanski und ich bin heute am 25. April hier auf dem Turnier. Wie heißt dieses Turnier eigentlich erstmal heute? Das ist der Fichtenhof Challenge Cup 2010. Ja. Ein großes Springturnier bis zur Klasse S mit 2 Sternen. Wow. Mit sehr guter Besetzung hier, ja, und unheimlich vielen guten und vielen Reitern. Diese Dame, die an meiner Seite heute steht, wird sich jetzt gleich nochmal mit Namen vorstellen und vor allem, was ihre Aufgabe ist. Und ihr werdet sehen, liebe Zuschauer heute, was für ein besonderer Tag das noch heute wird. Vielleicht ein paar Worte erstmal zu Ihrer Person. Wer sind Sie? Also ich bin Christa Jung, ist mein Name. Ich komme aus Bad Friedrichshain bei Heilbronn. Mhm. Ich bin internationale Parcourschefin, so nennt sich dieser Job hier, den ich mache. Ich bin hier, um diese Springbahnen aufzubauen und die dann die Reiter drüber reiten. Ich habe die Ideen, ich kreiere die ganzen Bahnen, stelle das Material zusammen und habe dann hier eine Anzahl von Helfern, die mir helfen, dann das Ganze immer aufzubauen. Ja, ich denke, das ist sehr, sehr viel Arbeit, ganz klare Sache. Wie viele Tage oder Stunden haben Sie benötigt, um das alles hier vorzubereiten? Also ich habe eine ganze Reihe von Vorbereitungen, die ich dann zu Hause absolviere, zum Teil am PC und dann immer aber während des Turniers hier, immer während die Prüfungen laufen, und immer das nächste wieder vorbereiten. Warum Sie als Frau im internationalen Bereich, irgendetwas müssen Sie doch haben, eine Qualifikation, warum Sie auserkoren worden sind? Ja, ich bin vielleicht eine ganz besondere Frau. Ich bin nämlich die einzige Frau, die diese Qualifikation hat, dass ich internationale Parcours bauen darf. Und zwar war ich viele Jahre die einzigste Frau, habe jetzt eine Partnerin bekommen, die gleiche Qualifikation hat. Und ich durfte auch als einzigste Frau vor 2 Jahren die Europameisterschaft für Springreiter bauen in Mannheim. Wahnsinn. Und das war für mich eine riesen Auszeichnung und ich denke, von daher bin ich auch so ein ganz klein bisschen im Aushängestatus und ich denke auch, dass ich deshalb auch die Ehre habe, hierher zu kommen. Toll, also für alle Turnierveranstalter in Zukunft, das ist die Frau, die Sie benötigen für Ihre Veranstaltung. Letzte Frage, was erwarten Sie von dem heutigen schönen Tag hier? Also super Sport, weil wir haben ja tolle Bedingungen, einen sehr, sehr schön gelegenen Springplatz, umrandet von Grünanlagen und wenn die Sonne scheint, ist ja alles gleich unheimlich herrlich. Also viel schöner, wie wenn es regnet. Sind Sie auch Reiterin? Ich bin auch Reiterin, ich bin viele Jahre Springer geritten und habe mich dann entschieden, man kann eigentlich nur eine Sache mit Herz machen. Und da ich auch eigentlich noch einen Beruf habe nebenher, ich bin auch noch Lehrerin. Ach meine Güte, sehr gut. Wir haben auch noch eine Landwirtschaft und noch Pferde zu Hause. Und dann musste ich mich einmal entscheiden, entweder mache ich das eine richtig oder das andere. Und habe dann das Reiten aufgehört, wobei ich immer noch privat zu Hause mit unserer Familie reite, aber auch Pferde. Sehr schön. Dann sage ich erstmal danke, dass Sie kurz Zeit für uns gefunden haben. Ich höre gerade von der Redaktion, wir schalten noch mal kurz auf das Feld und sehen noch weitere Interviews. Vielen Dank. Ja, wir haben mehrere Interviews heute versprochen und jetzt habe ich sie endlich da. An meiner Seite steht Frau Busch. Frau Busch, erst einmal herzlich willkommen zur Bad Homburger Infoshow. Danke, dass Sie ein bisschen Zeit gefunden haben. Vielleicht sagen Sie unseren Zuschauern hier von der BHIS, was Ihre Aufgabe ist hier im besonderen Pferdeturnier. Was machen Sie eigentlich? Die Frage stellt sich, was mache ich, was machen wir? Also ich alleine mache hier eigentlich gar nichts. Ich bin ein Teil einer Gruppe, der RSG Fichtenhof des Vorstandes, sagen wir es so.
und der ganze Vorstand und auch der ganze Verein mit seinen ganzen Mitgliedern, mit 120 umfassen, ist hier im Einsatz. Wir organisieren, wir führen durch, wir bereiten nach sozusagen bis zum Pflichtenhof-Challenge. Ja. Über 4 Tage hier jedes Jahr, Ende April, ist ein relativ fester Termin, immer das letzte von Wochenende, das erste Freilandturnier also hier startet im Prinzip die Freilandsaison für die ganzen Turnierreiter, deswegen auch ein hoher Zuspruch international, immer geprägt. Hier Stan Etter aus der Schweiz zum Beispiel ist da. Reiter aus Finnland und Norwegen sind noch dabei, die wie gesagt hier in Deutschland trainieren, aber dann eben für ihr Heimatland natürlich hier sind. Kann man sagen, dass diese Fichtenhof-Challenge charakterisiert wird von vielen internationalen Leuten? Gut, wir sind kein Wiesbaden. Wiesbaden ist natürlich ein Schlossparkturnier, ist natürlich ein wirklich international, mit internationalen Flair. Ich denke, 3, 4 Reiter haben wir international. Ich denke, das sollte doch hier für Bad Homburg, für uns ist das schon ein ziemlich großer Erfolg. Jetzt haben Sie 4 Tage Zeit hier für die ganze Vorbereitung und für den Ablauf natürlich dementsprechend. Da brauchen Sie eine Unmenge an Mitarbeitern, richtig? Das ist alles auf freiwilligen Basis, sprich ehrenamtlich. Das heißt, dieses Turnier wird gestaltet hauptsächlich von den Mitgliedern der RSG Fichtenhof. Ja, das ist richtig. Also wir sind im Vorfeld ein relativ kleiner Kreis von 5 bis 6 Leuten, die das Ganze vorbereiten, eben Akquise, Sponsorenakquise, das Ganze vorbereitet. Und dann zur Durchführung gehören unheimlich viele dahinter. Natürlich, das fängt an mit dem Kuchenbacken, Brötchen spielen, Kaffee kochen. Das geht über den Parcoursdienst, der 4 Tage wirklich Standby ist. Jetzt dieses Jahr mit einer neuen Parcoursbauerin. Das geht hier über freiwillige Arbeit eigentlich in jedem Bereich. Ja, ob man nun die Stallgasse fegt oder die Straße fegt und dafür sorgt, dass die Pferde irgendwie zu trinken haben. Jeder hat so seine Ansprechpartner. Das ist eine enorme Leistung. Und wie gesagt, alles ehrenamtlich. Wahnsinn. Das heißt, die Leute sind außerhalb ihres normalen Arbeitslebens bereit, Stunden, und das sind wirklich Stunden und Tage, die dafür ins Land gehen sozusagen. Aber Sie wären die potenzielle Ansprechpartnerin, wenn jetzt hier einer von den Zuschauern gerne ein Sponsoring in so einem besonderen Feld wie dem Pferdesport natürlich darstellen möchte. Das sind viele Leute, die sind einflussreiche Leute natürlich halt. Sie wären die Ansprechpartnerin, wenn jemand Interesse hat, solche Turniere zu sponsern. Okay. Leute können mich gerne ansprechen, natürlich. Die eigentlich Verantwortliche ist die Frau Herrendorf, die Doro Herrendorf und die Britta Kelm. Das ist die zweite Vorsitzende. Der Herr Wendenburg, der ja nun auch der Besitzer hier von dieser Anlage ist. Der ist natürlich auch jederzeit ansprechbar. Wir sind eigentlich im Vorstand, das sind 5, 6 Leute, die immer ansprechbar sind. Wir können dann weiterverweisen. Wir haben eine Sponsoring-Mappe gemacht zum Beispiel, damit sich jeder darauf einstellen kann, was ist denn eigentlich die RSG-Fichte und was bedeutet das hier. Und wir sind natürlich dankbar für jeden, der sich hier erkenntlich zeigen möchte. Ja. Ohne Zweifel. Abschließende Frage, wie lange gibt es den Verein schon? Den Verein selbst gibt es seit 1977, der ist ja gegründet worden. 1981 ist diese wunderschöne Anlage. Ja. Ende der 80er Jahre ist der Springplatz, auf dem das Turnier oben auch stattfindet, dann entstanden. Und wie gesagt, seit 77 gibt es den Verein, seit 81 stehen hier aktiv Pferde. Toll. Irgendwas Besonderes in den letzten Jahren passiert, irgendwas Erwähnenswertes, was vielleicht unsere Zuschauer noch abschließend mitteilen möchten auf dem Weg, ein besonderes Event oder eine besondere Geschichte, die Ihnen noch eingefallen ist? Wie gesagt, Erwähnenswertes ist eigentlich, dass dieses Turnier von Jahr zu Jahr wächst. Dieses Jahr haben wir das erste Mal diese Zeltstadt, den Weg hoch. Es wächst und wächst. Es kommen, Gott sei Dank, wir laden alle immer herzlich ein, hier Samstag oder Sonntagnachmittag auch gerne schon den Freitag zu verbringen. Wir werden versuchen, das noch familienfreundlicher alles zu gestalten, auch für die Leute, die vielleicht nicht ganz so der Pferdesport ist, der sie als erstes interessiert, sondern einfach wie das Drumherum auch kennenlernen möchte. Worauf ich vielleicht auch noch hinweisen möchte, ist, dass wir jedes Jahr im Herbst nochmal ein Turnier haben. Das Ganze, das nennt sich dann Teens Challenge. Im kleineren Rahmen über 3 Tage in der Halle, das gilt rein der Jugendförderung. Das heißt, das ist so eingegrenzt, dass es ein bestimmtes Alter gibt, zu dem man teilnehmen kann und eben besondere Prüfungen von der Fürzügelklasse entspringen. Das ist wirklich auch erwähnenswert. Ja, also ganz toll, dass auch hier der Pferdesport auch gefördert wird und das auch in Bad Homburg natürlich. Ist das Amateurspringen der Reisflugs Deutschland? Amateure mit hohem sportlichem Anspruch, oder diesem Motto steht die Folge davon? Steil und fertig.